Wir sprechen heute bei Inside VfL über die Erstligatauglichkeit vom VfL Bochum nach der gefühlten Niederlage, obwohl es ein Unentschieden war gegen Kiel. Wir sprechen auch über De Witt und den versprochenen Effekt von ihm, der irgendwie ausgeblieben ist und was da passieren sollte und muss. Es soll aber auch gehen um natürlich Dortmund. Die Hoffnungen dafür sind, naja, da lassen zu wünschen übrig. Und wir sprechen drüber, sind uns nicht ganz einig, ob Peter Zeidler bei der Pressekonferenz denn jetzt cool geblieben ist oder ob das doch eher Ratlosigkeit war. Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum. Hallo und herzlich willkommen bei Inside VfL, dem Stadtwerke Bochum Talk von Radio Bochum und der WAZ. Heute von der WAZ dabei ist Ralf Ritter. Hallo. Hallo zusammen, hallo an alle, die uns zuschauen und zuhören. Ich freue mich. Genauso wie Günther Pohl. Hallo liebe VfL-Fans. Von Radio Bochum. Genau wie ich, Annalena Fehdke ist mein Name, wie immer. Ja, wir reden nach einem 2-2 vom VfL Bochum, ein Heimspiel, das sich dann doch eher angefühlt hat wie eine Niederlage. Wie habt ihr das wahrgenommen? Ja, also dieses 2-2 ist eine gefühlte Niederlage und der VfL ist nach 4 Bundesligaspielen Stand heute, das kann sich ja noch ändern, nicht erstligatauglich. Harte Worte. Ja, und der letzte Satz, der fasst eigentlich die Situation wunderbar zusammen, lieber Günther. Was das Spiel angeht, würde ich sogar sagen, der Punkt war noch das Beste daran, auch wenn der Ausgleich sehr spät fiel und auch wenn Mats Pannewig, dem ich ein Tor sehr gegönnt hätte, den Ball dann noch an den Pfosten köpft, kurz vor Schluss, ja, in der letzten Aktion des Spiels. Trotzdem sage ich, wenn man das gesamte Spiel sieht, da kommen wir sicherlich gleich noch drauf zu, hatte Kiel den Ausgleich nicht nur verdient, sondern wenn es da einen Sieger hätte geben dürfen, dann sogar Holstein Kiel. Und das war dann schon sehr erschreckend. Weil die oft genug absolut blank standen vorm Tor, ne? Ich würde euch gerne nochmal akustisch mitnehmen, mit den 98,5 Sekunden, beziehungsweise ein paar Sekunden von den 98,5 Sekunden unserem Radio Bochum Zusammenschnitt des Spiels. Ist auch immer nachzuhören, auch schon immer nach dem Spiel übrigens. Und da hat Günther die letzten Minuten des Spiels so erlebt. 89. Minute, der Ausgleich. Wie kann man einen Spieler da plötzlich ganz alleine auf der rechten Seite stehen lassen? Und dann ist es passiert. Und das ist eine Schläfrigkeit, die ist gar nicht mehr zu überbieten. Sissoko in Linksaußenposition, chippt den Ball nach innen. Pfosten, nein, nein, der Ball geht an den Pfosten, Nachschussmöglichkeit, Quarteng, vorbei. Grenzenlose Enttäuschung hier im Lager des VfL. Ja, auch da schon harte Worte gefunden. Also, wo fangen wir an? Ja, ich würde gerade da einhaken, denn was ich da in der 89. Minute gesehen habe, das lernt man eigentlich in der Schülermannschaft, das zu verhindern, dass wenn es einen Freistoß gibt, egal ob in der ersten oder der letzten Minute, dann ist es üblich im Jugendfußball, dass sich einer vor den Ball stellt und diesen verzögert so lange, bis die eigenen Reihen geordnet sind. Beim VfL hat das keinen interessiert. Die Kieler haben noch nicht mal den Schnell ausgeführt, sondern die haben das gar nicht in der Zeit gelassen. Weil zwei VfL-Spieler diskutieren, ich weiß nicht worüber, über das freie Wochenende, ich weiß es nicht, das ist jetzt böse gesagt, aber es war so. Und dann lässt man da rechts einen frei weglaufen, der spielt in die Mitte und dann ist es passiert. Also das kann kein Trainer der Welt verhindern. Und das ist einfach eine Sache, die du dir in der Bundesliga überhaupt nicht erlauben kannst. Und das ist amateurhaft, das ist nicht mal Jugendfußball, das ist einfach peinlich. Und dass dieses Tor, selbst wenn du ein schlechtes Spiel machst und der VfL hat reichlich schlecht gespielt, wenn ich an die ersten 20 Minuten, wenn ich an die zweite Halbzeit denke, das war wirklich grottenschlecht, aber wenn du dann den glücklichen Umstand hast, dass du führst und gibst die dann so einfach her, das war ja kein genialer Spielzug, der darf da rechts ganz alleine weggehen, ich wundere mich, dass da nicht noch einer geklatscht hat von den Abwehrspielern und dann kommt der Ball in die Mitte und dann ist es passiert, also mir fehlen, auch wenn ich es mir nochmal angucke, mir fehlen da die Worte, das ist unfassbar. Ja, das war sicherlich dann der Höhepunkt dieses Spiels aus negativer Sicht. Matheus Spero und Moritz Boateng waren es, die da diskutiert haben. Du hast es gesagt, worüber auch immer, gefühlt minutenlang. Und der Skripski konnte in aller Seelenruhe dann rechts davonziehen, kriegt dann den Ball flank nach innen. Matsumo trifft 2-2.
Aber es war dann, wie gesagt, auch nur der Deckel, der da irgendwie zu diesem Spiel noch passte. Ich hatte wirklich 10 Minuten vorher schon gesagt zu meinen Kollegen auf der Tribüne, das Spiel geht nicht 2-1 aus, weil das ganze Spiel über Kiel für mich die klar bessere, strukturiertere Mannschaft war, mit irren Chancen, vor allem dann auch nochmal nach der Pause, wo Bochum eigentlich das Spiel gedreht hatte, eigentlich ein bisschen selbstbewusster hätte sein dürfen können müssen. Mhm. Und dann tauchen die Kieler da im 16er immer wieder frei auf und schießen drüber und wird vielleicht noch geblockt. Mit einfachsten Mitteln hat Kiel es geschafft, die Bochumer Defensive immer wieder zu entblößen. Und das fand ich eigentlich das Erschreckendste an dem Spiel. Ja, aber Ralf, trotz all dem, du musst diese dreckige, unverdiente Führung musst du über die Zeit bringen. Natürlich, da und sind wir uns einig. Das war ja kein genialer Geniestreich der Kieler, sondern das war ja einfach eine bodenlose Dummheit des VfL. Und wenn du dieses Spiel dreckig 2-1 gewinnst, dann hast du 3 Punkte, dann hast du, weißt du, dass du schlecht gespielt hast und dann kannst du aber wieder ein bisschen Selbstvertrauen tanken. Aber ich habe den Unterschied, sehe ich schon im Kopf. Die Kieler sind aufgestiegen, da sagen alle, die haben nichts zu verlieren. Beim VfL sagen alle, also Kiel und St. Pauli, die musst du mal eben so im Kopf wegschreien. Das gibt es im Fußball nicht, vom Bochum schon gar nicht. Ja? Und du hast es auch gemerkt, nicht nur bei der Mannschaft, auch bei den Zuschauern. Es war doch, wenn man die Ostkurve ausklammert, über weite Strecken keine Ruhrstadion-Atmosphäre mehr. Das war doch alles wie gelähmt. Es wurde dann in den letzten 10 Minuten wurde es noch mal lauter. Aber so Ende der ersten Halbzeit bis weit in die zweite Halbzeit war das eine gelähmte Stimmung auch auf den Rängen. Ich klammer ein bisschen die Ostkurve aus, aber diese Heimpower, die habe ich nicht mehr gespürt. Das war eine Blockade und das war bei der Mannschaft, die ist in der Bringschuld, aber diese hochgepowerte Jubelarie, Heimspiel, tolle Atmosphäre, die pushen. Habe ich nicht gespürt. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist. Ja, ich fand die Stimmung. Ich stand ja in der Ostkurve, ne? Ja. Also. Ja, Ostkurve habe ich ja. Ostkurve, Block A hast du ausgenommen, Block A vielleicht auch noch, ne? Ja, aber der Rest. Ja, natürlich. Der Funke muss dann letztlich auch vom Rasen auf die Ränge überspringen, ne? Ich fand die das Stimmung ist es. Bei so einem Spiel insgesamt jetzt für dieses Spiel, und das war wirklich Zweitliganiveau, definitiv, mehr war das nicht. Fand ich die Stimmung jetzt gar nicht so schlecht. Ich fand sie vor allem dann sehr gedrückt, so wie du gesagt hast. Ja, ich habe es morgen thematisiert. Wenn man 1-0 führt, dann macht man gerne Stimmung und dann ist es gerne laut. Ja. Und ich habe am Morgen noch vor dem Spiel gesagt, bei uns im Radio, ich sage, es wird darauf ankommen, bei Rückstand und in kritischen Phasen, dass da das Publikum da ist. Und da ist es eben nicht da. Aber okay, ich muss jetzt auch mal, also ja, Support so oder so wichtig. Aber wenn du so ein Spiel geboten bekommst, also klar, musst du auch, wenn Rückstand ist, muss das Publikum da sein. Aber ja, ist die Frage, wie sich was überträgt und was zuerst kam. Lass uns vielleicht sprechen darüber, auch die Stimmung auf den Rängen, auch in der Ostkurve. Ich habe sehr oft gehört, und nicht nur da, auch in den Kommentarspalten unter Postings vom VfL, es geht weiter wie letzte Saison. Es sind einfach alle komplett erinnert an letzte Saison. Die Konzentration ist irgendwie dann weg gewesen oder irgendwie nie da gewesen, nicht aufrechterhalten können über lange Strecken. Wir haben noch zu Geduld aufgerufen vor ein paar Spielen. Warum ist die langsam rum? Ja, weil halt der erhoffte Fortschritt, den wir ja alle erwartet haben, uns erhofft haben, der auch angekündigt wurde, halt nicht zu sehen war. Im Gegenteil, dieses Spiel war jetzt ein klarer Rückschritt. Das beste Spiel, was ich vom VfL Bochum in den Pflichtspielen gesehen habe, war das in Leipzig. Das war der erste Spieltag. Seitdem gibt es keine Fortschritte. Und jetzt kam halt die Erwartungshaltung hinzu, dass man gegen Kiel halt zu Hause gewinnen muss und auch eine vernünftige Leistung bringen muss. Und dann legt der VfL Bochum eine erste Viertelstunde hin. Die ist ja kaum zu erklären eigentlich. Auch der Trainer hatte dann hinterher keine Worte dafür, hat dann ja schnell reagiert, kommen wir dann vielleicht gleich nochmal drauf. Und wie gesagt, nach dem 2-1, wo man das Momentum dann ja wieder auf seine Seite gezogen hatte, verfällt Bochum wieder in so einen Tiefschlaf. Und ja,
Jetzt muss schon eine Reaktion kommen. Der Trainer hat gesagt, es müssen sich Dinge ändern. Was genau werden wir dann sehen? Hat er natürlich erstmal nicht der Öffentlichkeit verraten, muss er sicherlich auch erstmal selber erörtern, für sich, mit dem Verantwortlichen, mit Trainerteam und Spieler. Also damit kein Missverständnis entsteht. Ich meine nicht, dass die Zuschauer daran Schuld haben, aber dass die Stimmung einfach gelähmt war. Und ich sage auch, du hast glaube ich, gesagt, alles wie im letzten Jahr. Wenn der VfL den Klassen erschafft, werden wir im übernächsten Jahr auch noch über das Jahr davor sprechen. Weil der VfL, das wissen wir alle, grundsätzlich in dieser Bundesliga jedes Jahr gegen den Abstieg spielen wird. Daran wird sich unter den gegebenen Voraussetzungen überhaupt nichts ändern. Erst recht dann, wenn man jedes Mal, wenn einer dreimal erfolgreich den Ball trifft, der dann den Verein verlässt. Ja, wir haben Riesenbeispiele dafür. Ja, ja. Das war schon so zu Zeiten von Hans Walitza, als der VfL aufgestiegen ist, war das der Mittelstürmer, das war Anfang der 70er Jahre. Und das wird auch im nächsten und übernächsten Jahr so sein. Der VfL ist auf Augenhöhe, sage ich immer noch, auch wenn das Spiel jetzt wirklich zugunsten hätte von Kiel ausgehen können, auf Augenhöhe mit Kiel und St. Pauli. Alle anderen sind wirtschaftlich und links meilenweit vom VfL weg. Und deshalb wird der VfL gegen Abstieg spielen und deshalb ist die Situation für mich enttäuschend, war, dass gegen Kiel nicht besser Fußball gespielt wurde. Denn diese Mannschaft kann besser Fußball spielen. Davon bin ich überzeugt. Man darf auch nicht vergessen, dass wichtige Spieler, die der VfL einfach nicht ersetzen kann, fehlen. Ordetz und Bernardo, der ja nicht umsonst so umworben war, haben noch keine Pflichtspielminute gemacht. Dann hast du einen Hoffnungsträger, einen Japaner, der fällt dann gleich wieder aus. Das sind natürlich alle Sachen, die ein Verein wie Bayern München mit einem 30er Kader locker wegsteckt, aber nicht der VfL Bochum. Und deshalb wird es ganz eng und die Situation ist nicht überraschend. Überraschend ist, dass man die Kieler hat spielen lassen, aber da ist auch der Unterschied. Die haben nichts zu verlieren in Bochum. Der VfL Bochum kann gegen Kiel nur verlieren, denn selbst wenn er das Spiel gewinnt, dann sagen sie, ja, das ist ja das Mindeste, was man erwarten kann. Das ist die Problematik. Und es ist im Moment ist der VfL nicht Bundesliga tauglich. Okay, jetzt sind wir so ein bisschen vom Höcksken auf Stöcksken gekommen. Lass uns mal sprechen. Ralf, du hattest gerade drüber auch gesprochen, über die frühe Auswechslung. Generell die Ein- und Auswechslungspolitik. Es gab den frühen Wechsel, Masovic raus, Toto rein, die Ränge haben entsprechend reagiert, wurde bejubelt. Ich fand auch die Körpersprache von Anthony Lucia gut, als er reinkam, hat sofort im wahrsten Sinne des Wortes gesagt, wo es lang geht, hier, du, da, ich hier. Da kam aber auch die Frage oft auf, warum nicht Oermann? Ja, warum nicht Tim Oermann in dieser Situation? Peter Zeidler wollte zwei Dinge. Erstens, er wollte Erhan Masovic auf jeden Fall auswechseln, weil er sich an seine taktischen Vorgaben nicht gehalten hat. Er hat zu viel quer, er hat zu viel natürlich die Höchststrafe, hintenrum gespielt. Das war die Höchststrafe. Mhm. Jetzt kann er natürlich Tim Oermann bringen. Er wollte aber gleichzeitig auf jeden Fall auch Anthony Lucia bringen. Und da hat er sich dann halt so beholfen, dass er sich Soko nach hinten zieht. Lucia bringen aus den genannten Gründen, weil er eben ein Anker ist, wie Marc Lettau hinterher sagte, für diese Mannschaft in so einer heiklen Situation. Der Wechsel, das ist positiv für Peter Zeidler, dass er so schnell reagiert hat und das Zeichen gesetzt hat. Und das sich auch bewährt. Definitiv. Kritisch die andere Seite kann man natürlich auch sehen. Warum spielt Lucia dann nicht von Anfang an, wenn er so wichtig ist? Warum spielten sie Soko jetzt Innenverteidiger? Das ist in den Monaten der Vorbereitung nie der Fall gewesen. Der ist als klarer Sechser geholt worden. Und jetzt geht es darum, endlich die richtige Mischung und auch Formation zu finden für diese Mannschaft, denn seine Idee hat jetzt in den letzten Spielen nicht funktioniert. Die Mannschaft ist viel zu löchrig und eine Struktur im Spiel nach vorne ist auch nicht zu erkennen. Mhm. Über zwei Personalien möchte ich mit euch nochmal sprechen in einer Kategorie. Fanfrage der Woche. Die kommt dieses Mal von Diana und sie schreibt uns per Mail gleich mehrere Fragen. Ich probiere mal zusammenzufassen. Also, ihr Eindruck, De Witt konnte bisher nicht überzeugen. Wurde für was geholt mit hohen Erwartungen, die er bisher noch nicht erfüllt hat.
Eine Frage auf ihn bezogen von ihr ist, wäre es vielleicht auch ein-, zweimal nötig, ihn auf der Bank zu lassen, um ihm auch deutlich zu machen, Startelfplatz ist nicht unbedingt gesichert, solange er die Leistung nicht abruft, für die man ihn geholt hat. Ja, ich sehe Danny de Witt da zweigeteilt, defensiv und offensiv. Ich finde, er rennt sehr viel, er gibt schon alles für die Mannschaft. Seine Mentalität ist in Ordnung, so sehe ich ihn auch im Training. Er geht da durchaus voran, gewinnt auch defensiv viele Zweikämpfe, hat Felix Paslak da unheimlich viel geholfen, was auch nötig war. Aber nach vorne kam halt noch fast nichts. Er kommt überhaupt nicht zu den Abschlüssen. Er spielt keine besonderen Pässe in die Tiefe, von denen andere Nutzen haben. Für mich ist die Frage, ob Danny de Witt die richtige Position hat. Aus meiner Sicht müsste er eher den Zehner spielen. Gut, gegen Gladbach war das auch in der ersten Halbzeit der Fall, hat auch nicht so richtig funktioniert, aber das war halt auch nur eine Halbzeit. In Alkmaar, da hat er viele Tore gemacht, 10 allein in der letzten Saison. Jedes dritte Spiel war der in seiner Alkmaar-Zeit an einem Treffer direkt beteiligt, selber getroffen oder ein Tor vorbereitet, und er muss besser in diese Situation kommen, und für mich wäre er ein Kandidat dann für die 10. Und aus meiner Sicht muss Trainer Peter Zeiler sein System überdenken und vielleicht dann doch über seinen Schatten springen und zur Doppel-6 zurückkehren. Denn die war in den Bundesliga-Jahren des VfL Bochum bei allen Experimenten, die gemacht wurden, immer die erfolgreichste. Und dann könnten auch Sissoko und Losea spielen und Tim Oermann, den ich persönlich sehr gerne da hinten mal sehen würde. Okay, also aus deiner Sicht ja, nicht aber Bank, jetzt kein sondern Missverständnis. Nicht auf der Doppel-6, ne? Tim Oermann in der Verteidigung, ja, ja. Sissoko, Losea Doppel-6, 4-2-3-1 oder 4-4-2 mit Doppel-6, da kann man drüber nachdenken. Danny de Witt definitiv weiter vorne, dann, du hast ihn angesprochen, der Japaner, der Herr Miyoshi, sollte diese Woche wieder fit werden, der könnte dann auch in die Startelf gerne rotieren und vielleicht den Unterschied machen und für Gefahr sorgen vorne. Ja, Ouadou hat für mich einer der wenigen, der einen Schritt nach vorne gemacht hat gegen Kiel. Ja, da waren gute Aktionen dabei, ja. War an beiden Treffern beteiligt. Ja. Auch so eine Sache kann man ja vielleicht auch mal ganz kurz positiv sagen. Also die Tore, die wir gemacht haben, die waren ja auch ganz gut rausgespielt. Genau. Konnte man sich da, so. Wie gesagt, war Marlon Ouadou beteiligt. Das war vielleicht das einzig Positive. Das war, ne? Ja. Eine weitere Personalie, die Diana in ihrer Mail gerne besprochen hätte. Und der, also sie hat die Frage nicht aktiv gestellt, aber ich mach's mal draus. Bruschinski stellt sich die Frage, ist er noch mit dem Herzen dabei? Was habt ihr für einen Eindruck? Denn man munkelt, dass er sich schon hinter den Kulissen geeinigt haben soll, im Winter zur Union zu gehen. Und das Im Sommer, kurz vor Transferschluss, da gab es ein Angebot. Moritz Bruschinski wäre auch nicht abgeneigt gewesen, ja, das anzunehmen. Für den VfL Bochum kam das zu spät. Erstens, um noch eine Alternative für ihn zu haben. Zweitens setzt Trainer Peter Zeidler auch auf den Typen Moritz Bruschinski. Und dass er nicht mehr mit vollem Herzen beim VfL Bochum ist, da gibt es ein ganz klares Nein. Ich sehe ihn sehr oft im Training. Also der ist mit vollem Herzen auf dem Platz. Angebot von Union Berlin, vielleicht geplatzter Wechsel hin oder her. Also der gibt alles. Er ist technisch nicht der beste Fußballer. Das ist das Problem. Aber seine Einstellung zum Verein, zum Training, zum VfL Bochum ist, da lege ich meine Anführungsfeuer, 100% da. Und er hat auch nach der Einwechslung, finde ich, für frischen Wind gesorgt. Und man hat gesehen, wie er draufgegangen ist, wie er versucht hat alles. Es gelingt ihm nicht alles. Ihm fehlt auch Selbstvertrauen. Da muss der Knoten mal platzen, aber ja. Wie siehst du das, also, Günther? Bruschinski erstmal, der hat heute Geburtstag. Wenn er das dann sieht, herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Herzlichen Glückwunsch, Moritz. Und ich habe es auch so gesehen, er muss natürlich einmal, als er auf der rechten Seite durch ist, da scheitert er am Torhüter, der mit einer Parade den Ball zur Ecke abwehrt. Hat er die Übersicht und legt den Ball quer auf Hoffmann, kann der Hoffmann den Ball ins leere Tor schieben. Und dann glaube ich auch, dass er einmal kurz vorm Strafraum von zwei Spielern gefoult wurde.
Und das hat der Schiedsrichter weggewunken. Es war auch eine Szene, die eine Schlüsselszene hätte sein können, hätte. Aber Broschinski ist mit vollem Herzen dabei. Und wer dem unterstellt, der ist mit Gedanken woanders. Also weit gefehlt, der ist also so beim VfL. Und jede Minute, und der ist auch nicht sauer, wenn er mal draußen sitzt. Und der gibt alles, wenn der reinkommt. Also dem macht man vielleicht technische Schwächen nachsagen. Aber in puncto Einsatz und Leidenschaft ist er voll dabei. Wie ich überhaupt sagen muss, es liegt in diesem Jahr nicht. Früher hat man ja immer dieses Lied gehört, wir wollen euch kämpfen sehen. Daran liegt es im Moment überhaupt nicht. Es liegt nicht an der Einstellung, sondern es liegt sehr, sehr oft an der fehlenden Qualität oder Konstanz über 90 Minuten. Ja, neben der fehlenden Qualität würde ich auch sagen, dass die Spieler eben noch nicht richtig wissen, wann wer wohin laufen muss und soll, dass die Abstimmung da in allen Bereichen überhaupt nicht passt, dadurch diese eklatanten Lücken. Auch Freiburg hätte ja im Spiel davor viel mehr Tore schießen müssen. Ralf, da bin ich völlig bei dir, aber Freiburg. Das hat ja, ich habe ja gesagt, das hat ja nichts mit der kämpferischen Einstellung zu tun. Nein, die kämpferische Einstellung, die Mentalität der Truppe, da bleibe ich auch bei, ist völlig in Ordnung. Ja, wie gesagt, ich denke schon, dass Trainer Peter Zeidler jetzt gefordert ist, wirklich die richtigen Positionierungen für die einzelnen Spieler zu finden. Und ich wäre für die Doppel-6, um Stabilität reinzubringen, okay. Um die besten Spieler auf dem Platz zu haben. Gut, und ich möchte vorhin nochmal, weil ich da nicht zu Wort gekommen bin, möchte ich nochmal was zu David sagen. Das, was er bis jetzt gezeigt hat, dann haben wir den für die falsche Position gekauft. Ja. Denn der ist ein Kämpfer, ein ausgesprochen guter Defensivspieler beim VfL, aber dafür ist er nicht geholt worden. Ja? Der ist uns angekündigt worden als der Offensiv-Messias, ich übertreibe jetzt. Ja? Und davon, ich kann mich an einen Kopfball erinnern im letzten Spiel, ja. Aber Ende. Mhm. Ja, und das ist für mich eine Farce. Entweder er spielt auf einer falschen Position, dann muss ich das besprechen, oder aber ich muss mit ihm mal reden und ihn mal fragen, wie er seine Position sieht. Denn das ist, bitte, der ist wirklich, das war der Königstransfer. Der kriegt einen 4-Jahres-Vertrag. Ja. Ja, und will er jetzt 4 Jahre im Defensiven die Löcher stopfen? Nein, ganz genau. Dafür wurde er nicht geholt, sondern der muss nach vorne was bringen. Und das hat er bisher nicht. Und das wird eine Schlüsselfrage sein für den VfL Bochum, um in eine erfolgreiche Spur zu kommen. Ja. Dass so ein Spieler wie David, der mit Sicherheit einer der teuersten ist im Kader, der muss zünden, ebenso wie Sissoko, ebenso wie Boadu. Wenn die nicht funktionieren, dann wird es sehr, sehr schwierig. Absolut. Einer, der dafür sorgen will, sorgen soll, auch der mit anderen Erwartungen bisher konfrontiert gewesen, ist Peter Zeidler. Lass uns noch ganz kurz über den Trainer reden. Ich fand auf der Pressekonferenz, aber gut, da denke ich auch immer so, was willst du da sagen? Ich finde, er hat so ein bisschen nicht keine Worte gefunden, sondern man sagt dann immer nach solchen Spielen, der Trainer wirkt ratlos. Ne? So weit würde ich überhaupt nicht gehen. Genau. Er wurde nach vielen einzelnen Spielern gefragt und hat sich da zurückgehalten. Klar, es gab jetzt keine ganz klaren Antworten, aber auch Peter Zeidler muss so ein Spiel ja erstmal verdauen, erstmal für sich analysieren, wie vorhin gesagt, und dann mit anderen auch besprechen. Und jetzt muss er halt die Konsequenzen ziehen. Er hat, wie gesagt, gesagt, es werden sich Dinge ändern und ich bin gespannt, wie sich das auswirken wird. Also ich möchte mal was zu Peter Zeidler und der Pressekonferenz sagen. Er ist mehrmals gefragt worden, mit der Hintergrund war, dass man ihm entlocken wollte, dass er auf Spieler losgeht, dass er auf die Mannschaft losgeht. Und er hat dann wirklich immer gesagt, er schaut sich das in Ruhe an. Das ist Besonderheit, denn ich hätte es fatal gefunden. Das wäre zwar populistisch großartig gewesen, wenn er da die Spieler einzeln namentlich genannt hätte und angezählt hätte, aber das hätte in der Kabine einen Schaden angerichtet, der nicht mehr reparabel gewesen wäre. Das heißt, in dem Moment, wo der Trainer in der Pressekonferenz die Mannschaft zerreißt und vor allen Dingen vielleicht auch einige Spieler zerreißt, hat er die Mannschaft verloren und dann kann man die Wochen zählen, wie lange er noch in Bochum
gekommen ist, er hat das ganz diplomatisch weggenommen. Er wirkte nicht ratlos. Man sah ihm an, er brodelte innerlich. Ich habe es jedenfalls so gesehen. Ja, ja, definitiv. Und er hat sich immer wieder auf die Zunge gebissen und dann immer wieder stoisch gesagt, also lassen Sie mich bitte das Spiel nochmal angucken. Mhm. Das war reiner Selbstschutz. Und wenn er für ihn, der ja wirklich ein Gentleman-Trainer ist, der ja höflich zu allen ist und zu jedem ist, wenn der mehrmals sagt, das hat mir überhaupt nicht gefallen, dann ist das öffentlich schon ein Vulkanausbruch für seine Verhältnisse. Okay, mehr werden wir von Peter Sagan nicht kriegen. Ich glaube, dass er auch mal so explodiert in der Kabine, wie er das an der Außenlinie ab und zu tut. Da bin ich ziemlich sicher. Ja, da war auf jeden Fall Körpersprache am Start. Das habe ich auch so gesehen von Oskova aus. Okay, lass uns noch kurz tippen. Tippspiel. Und Fanschalts vergeben, mal wieder. Liga 1 Forever und Dennis Toto haben beide 19 Punkte gemacht. Glückwunsch. Ihr bekommt Schals. Glückwunsch an euch. Das gilt für alle Gewinner. Und ansonsten auch, wenn ihr sonst noch Fanfragen der Woche habt, wenn ihr irgendwas feedbacken wollt, irgendwas nochmal anbringen wollt, die Mail ist insidevfl@funkemedien.de. Wir haben aber auch eine WhatsApp-Nummer und die Kommentarfunktion. So, da erreicht ihr uns. Gut, dann bleibt uns noch zu besprechen, wie wahrscheinlich ist der Befreiungsschlag in Dortmund an einem Freitagabend? Tja, sehr unwahrscheinlich natürlich, aber auf jeden Fall muss der VfL eine Reaktion zeigen in Form einer guten Leistung, in Form einer stabilen Leistung. Und ja, dass sie da jetzt punkten oder gewinnen, ist natürlich unwahrscheinlich, auch wenn Dortmund, beziehungsweise gerade weil Dortmund aus meiner Sicht jetzt auch noch eine 1-5-Klatsche gekriegt hat in Stuttgart, da brodelt es dann auch schon wieder. Und dann jetzt nach so einem Ding. Stuttgart eingekauft und damit ist Dortmund zu Hause auch wieder unter Zugzwang, da Bochum nicht auf leichte Schulter zu nehmen, sondern den Fans was zu bieten im Club. Ja, das macht die Lage für Bochum nicht einfacher, dieses 1-5, im Gegenteil. Tipp? 3-1 Dortmund. Und deiner? Ja, unter den Eindrücken des vergangenen Samstags und ohne zu wissen, wer zurückkommt, würde ich sagen 4-0. Uff. Du hast gar nicht gefragt, für wen. Ach so. Ja, okay. 4-0 für Bochum? Nein. Heimteam zuerst, oder, Günther? 4-0 für Dortmund. Ja. Okay, na gut. Und jetzt kommt die Bochumerin. Ja, Arena. Ich rate mal, was für Tipps, ja? Ja? 2-2. Nö, ich gehe schon auf sie. Also Wenn schon, denn schon. Ach komm, mir ist das ja alles bewusst, ne? Trotzdem sage ich 2-1 für Bochum, gut ist. So ein 0815-Ergebnis. Okay, dann wenn das klappt, dann gibt es nächsten Montag hier Champagner, wenn du recht hast. dann nach der Aufnahme. Ja. Okay, einigen wir uns drauf. Vielen Dank euch, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und lass uns den Daumen drücken. Schönen Dank. Dankeschön, bis bald. Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.